Moin aus dem wunderschönen Norden. Wir sind unterwegs auf der Strecke Hamburg-Lübeck-Fahren mit der 146-2, eine Regionalbahn von Hamburg Hauptbahnhof nach Ahrensburg. Es ist 7:24 und 30 Sekunden und dann würde ich mal direkt sagen, starten wir. So, Soundmod ist übrigens installiert, dazu gleich. Rüst mir einmal schnell den Zug auf, Fahrtrichtungsfender rein, in Neutralstellung dafür gesetzt. Dann machen wir LZB, PZB und die SIFA an. Gehen hier mit den Signalleuchten auf Spitzensignale. Federspeicherbremse ist gelöst. Stromabnehmer ist der richtige oben. Okay, was haben wir? Wir haben noch ein paar Sekündchen Zeit, also auch nicht mehr viel. Das ist leider mit der Standzeit hier nicht besonders angenehm. Spitzensignale normal, Bremse lösen, Sand. Zuglichter machen wir uns an. Dann würde ich sagen, machen wir einmal die AFB an AFB, AFB, und AFB. stellen sie mal auf 40. Oberleitungsstrom ist an, Hauptschalter ist drin, Stromabnehmer ist oben, PZB Zugbeeinflussung. funktioniert, Lüfter machen wir gleich an. Okay, Türen Lüfter zu. an. Genau, wir sind hier unterwegs in diesem Bahnland Bayern Repaint. Link dazu in der Videobeschreibung. Fahrtrichtungsfenster Störung, natürlich mal in Vorwärtsstellung. Störung, Störung. Und jetzt müsste es aber losgehen. Mit Verspätung schon. Das muss bestätigt werden. Ah, sonst ist hier gerade gar nichts los in Hamburg Hauptbahnhof. Ja, Soundmod vom Justus ist mit drauf. Link dazu nochmal in der Videobeschreibung. Ich habe sie ja schon mal vorgestellt, die Soundmod. Wirklich ganz, ganz hervorragend gemacht. Richtig, richtig nice. Und dann haben wir noch dieses Bahnland Bayern Repaint. Also auch wirklich ganz grandios gut gemacht. Und in Hasselbrook halten wir dann. Können wir uns befreien? Nein, können wir nicht. Das muss bestätigt werden. Da vorne der Kollege. In der 112. Okay, jetzt müsste eigentlich die E-Bremse ein bisschen stärker reinhauen. Macht es aber nicht. Dann einmal schnell runter. So. Achso, wir dürfen schon 60 fahren. Ja, gut. Vorne der Bahnsteig von Berliner Tor. Ist ein reiner S-Bahn-Halt, sieht man auch hier an den Stromschienen, die wir hier haben. Okay, da war nichts zu bestätigen. Na, wieso können wir uns da nicht befreien? Wobei wir laut HUD befreit sind, ne? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber ab hier vorne dürfen wir dann 100 fahren. Also schon mal Leistung runter. AFB stellen wir mal hoch auf die 100. Und Leistung langsam wieder hoch.
Wobei wir in 1,8 Kilometern dann auch schon Hasselburg sind. Auch hier wieder reiner S-Bahn-Halt. Landwehr. Hier auch mit den entsprechenden Tafeln und so. Das hat die TG schon echt gut gemacht, dass die das tatsächlich alles eingebaut haben. Auch die entsprechenden Signale, die S-Bahn-Signale. Sieht man hier die spezielle Bauart. So, dann einmal reinbremsen. Schauen wir, dass wir ungefähr mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Jawohl. Ein bisschen auslösen. Und mit ca. 40 Sekunden Verspätung, mit einer Minute Verspätung kommen wir an in Hasselbrook. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Na, leicht mit der Lok dran vorbei. Lüfter können wir auf jeden Fall noch auf einstellen. Gab es hier nicht irgendwo die Soundausgabe? War das hier? Ich dachte, es gab irgendwo noch eine Soundansage mit Bahnsteigsansagen. Was ist der Luftkompressor vielleicht? Nee. Dann habe ich mich vielleicht nur vertan. Gucken wir uns einmal hier um. Der Kollege Schiller da vorne ist vorhin schon ausgefahren. Da würde ich mal sagen, Tür zu. Bremse lösen. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Dostos hier auch einen Soundmod drauf haben. Hören wir uns gleich mal an, wenn wir in Wandsbek halten. Da kann man das eigentlich an den Bremsgeräuschen ganz gut raushören. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall für die Dostos auch einen Soundmod. Das sind jetzt, ich weiß gar nicht, welche Dostos das sind. Also aus welchem Add-on? Ich glaube nicht Dresden-Rieser, ne? Weil es ja nicht die VVO-Dostos sind. Dann sind es vielleicht doch. Dann sind die vielleicht doch ohne Soundmod. Na, die Schranke ist immer noch offen. Die Schrankenstörung wurde nie behoben. Ob das noch irgendwann passiert? Wer weiß, wer weiß. Ja, was auch interessant ist, wir sind jetzt kurz davor, dass Luzern Sursee erscheint von Rivet Games. Oh, wir müssen mal einmal ganz kurz hier, bevor ich jetzt anfange zu plaudern, ordentlich reinbremsen. Okay, das sind aber die Dostos ohne Soundmod. Schade. Aber die 146 hat einen Soundmod. Und das Repaint ist wirklich ganz grandios gut. Ich habe leider vergessen, wie gesagt, von wem das ist, das Repaint. Weiß ich leider nicht mehr. Aber es ist halt wirklich unglaublich gut. Okay.
Da vorne auch das Riesenrad. Türen zu. Dann würde ich sagen, Bremse lösen. Na, jetzt fahren wir. Hamburg-Tondorf als nächstes dann. Und zwar in 3,6 Kilometern. Ja, wie gesagt, also Hamburg, nee, nicht Hamburg, sondern Luzern-Sursee erscheint, ich weiß nicht genau, wann jetzt dieses Video hier rauskommt, aber vielleicht morgen. Oder heute oder übermorgen, irgendwie sowas um den Dreh, je nachdem wann das Video, wann ich es schaffe, es hochzuladen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, wir werden es auch gemeinsam anspielen, vielleicht in einem Stream sogar. In jedem Fall gibt es dazu Videos, in jedem Fall wird es dazu Repaints und Szenarien geben, das so viel kann ich versprechen. Da bin ich schon in gewisser Absprache mit meinem Moderator und Szenariobauer, dem lieben Tom. Da haben wir schon einiges geplant. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und das meiste davon wird es auch im Rails im Forum und oder im Creators Club zum Downloaden geben. Also könnt ihr das Ganze dann auch nachspielen, auch auf der Konsole, vermutlich. Okay, noch 2,3 Kilometer. Wir dürfen sogar 140 fahren. Ich würde sagen, wir können mal die Leistung rausnehmen. Lassen jetzt ein bisschen rollen und können schon mal die E-Bremse reinhauen. Können wir versuchen, möglichst verschleißfrei zu bremsen. Da vorne ist schon der Bahnsteig. Also einmal die E-Bremse komplett rein. Und den Rest machen wir dann gleich mit der Zugbremse. Mal jetzt langsam Zugbremse mit dazu nehmen. Zugbremse lösen wir wieder aus. Ich mache das Ganze übrigens nicht professionell, auch wenn ich manchmal so ein bisschen den Eindruck vermitteln könnte, als hätte ich eine Ahnung von dem, was ich hier so sage. Das stimmt alles nicht. Also professionell ist bei mir hier gar nichts. So, lösen wir wieder die Bremsen. Ja, eine Minute Verspätung, das ist okay. Ist ja laut DB-Definition vollkommen pünktlich. Ist ja bei einer Verspätung von bis zu 5 Minuten 59 Sekunden gilt man ja laut Statistik tatsächlich als pünktlich. Ach, komm schon. Okay, sowas frisst natürlich Zeit wie sonst was, ne? Türen auf. Jo, das hätte ich auch so. Das hätte ich auch so gesagt. Wir sehen auch hier die Rush Hour Passagiere. Hier mit Anzug und so, mit neuen Kleidungs. Ja, die Passagiere haben ihre Kleiderschränke mal wieder aufgefüllt. Auch wenn jetzt vielleicht die beiden hier wiederum identisch aussehen. Und die gute Frau auch. Das kann immer noch passieren, aber das kennen wir vom TSW. Das macht ihn ja auch irgendwie so ulkig, ne?
So, dann gucken wir einmal. Das sieht gut aus. Setzen wir uns wieder hin. Und dann halten wir in Rahlstedt als nächstes. Wir können mal gucken. Wir halten noch in Rahlstedt und in Ahrensburg und dann ist auch schon die Fahrt vorbei. Okay, noch 2,5 Kilometer, bis wir in Rahlstedt sind. Ach, hier haben wir tatsächlich eine Oberstromanzeige, eine Stromanzeige, wie viel Strom gerade durch den Zug fließt, hier die Ampereanzeige. Okay. Noch 1,7 Kilometer, also gleiches Spiel wie vorhin. Lass mir kurz noch ein bisschen rollen. E-Bremse rein. Dauert immer so ein bisschen, bis die hier voll anzieht. Ordentlicher Ruckler gerade. Hallo? Okay, das Spiel ist nicht abgebrochen. Ich dachte ganz kurz, der verabschiedet sich der TSW. Hat aber nicht getan. Gut für ihn, gut für uns. Okay, und den Rest dann mit Luftdruck hinterher. Jo, 60 am Bahnsteigsanfang, das passt perfekt. Noch ein bisschen mehr Bremskraft rein. 40 an der Bahnsteigsmitte in etwa. Und dann müssten wir recht akkurat anhalten. Spiel, nicht abbrechen. Danke. Auf. Was steht da? Wie viel Verspätung wir haben? Eine Minute. Delay approx. 1 minute retard d'environ 1 minute. Hätte ich auch so gesagt, zwar nicht auf Französisch unbedingt, aber kennen wir vom TSW schon. So, Fenster wieder auf. Das Wetter ist nämlich super. Türen zu. Okay, können Leistung aufschalten. Dann gehen wir einmal ans Fenster. Da ist auch keiner mehr. Hängt keiner am Zug. Na? Fährst du? Hallo? Gibt es einen Grund, warum du jetzt nicht fährst? Jetzt. Da kommt der Kollege. Auch in der 112. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen,
stellen wir uns mal hier vorne so in die Kurve rein. Bringen wir hier so, in etwa. Hier ist ganz gut. Und lassen mal den Zug an uns vorbei rollern. Ein bisschen Leistung hoch. Ich habe endlich gelernt, wie das mit den Tasten und dem Lichtgruß geht. Hat ja nur ein Jahr gedauert. Ein Jahr TSW, bis ich das mal drauf habe. Okay, Ahrensburg erst in 7,6 Kilometern. Heißt also, wir haben ordentlich viel Zeit, in der wir jetzt einfach mal durchballern können. Durchballern, auch ein im Eisenbahnjargon gängiger Begriff. Wird ganz professionell so genutzt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier müsste doch normalerweise eigentlich die AFB-V-Soll-Geschwindigkeit angezeigt werden. Also im Grunde genommen dasselbe, was hier in diesem gelben Quadrat auch angezeigt wird, was eingestellt wird, müsste auch hier zu sehen sein. Das ist aber nicht der Fall und das finde ich ein bisschen schade. Ja, lang schon nicht mal auf Hamburg-Lübeck unterwegs gewesen. Ist halt so streckentechnisch, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wenn man da lange nicht mehr drauf war auf Hamburg-Lübeck, ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, zumindest tagsüber. In der Nacht ist es nicht besonders angenehm hier, muss ich sagen, weil es doch sehr, sehr dunkel ist und von der Beleuchtung her einfach nicht so schön wie Dresden-Riesa oder Dresden-Chemnitz. Da ist man jetzt an diesen Luxus dieser beiden Strecken total gewöhnt und dann, wenn man dann nachts hier dann auf einmal fährt oder auf irgendeiner anderen Strecke nachts überfährt, dann ist das doch nochmal ein bisschen, ja, eher ein etwas enttäuschendes Erlebnis. Aber ja, so tagsüber, eigentlich ist die Strecke ganz hübsch. Ist halt sehr, sehr flach, ne? Wir sind halt sehr weit im Norden Deutschlands. Die Strecke ist an sich nicht so schön in Realität, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es ist eben nicht besonders viel am Streckenrand so zu sehen. Wir haben jetzt nicht so viele berühmte Städte, an denen wir vorbeifahren. Hamburg und Lübeck sind natürlich die berühmtesten. Ja, so Ahrensburg vielleicht auch noch, aber naja. Aber dafür sind die Bahnhöfe auch sehr, sehr schön gemacht in Hamburg und in Lübeck. Das ist wirklich top von der Ausgestaltung her, muss man definitiv sagen. Kann man hier einen kleinen Blick auf die Strecke werfen, auf die Karte. Also ne, hier unten ist Hamburg Hauptbahnhof, das hier ist der Güterbereich und das hier ist Lübeck. Ich glaube, so eine Gesamtlänge von was denn so 70, 80 Kilometern? Nicht mal. Ich glaube, ein bisschen weniger, ne? Oh, wir haben einen Langsamfahrt zu erwarten. Dann schnell runter auf unter 85. Und zwar auf 60 müssen wir gleich runter. Bremse lösen. Und halt zu erwarten, das ist dann das Ausfahrsignal von Ahrensburg, das für uns auf Rot gestellt wird. Gehen wir runter auf die 60. Können wir auch mit der E-Bremse schön machen. Verschleißfrei. Umweltschonend. So, da vorne ist auch schon der Bahnsteig von Ahrensburg, wo, wie gesagt, unsere Fahrt heute endet und ich mich jetzt schon mal bedanke bei euch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal vermutlich
würde ich jetzt mal behaupten, in der Schweiz wieder. Im wunderschönen Luzern. Und Bremse anziehen. Immerhin, oh, ja, der 1000 Hertz Magnet, der 500 Hertz Magnet. Vielleicht keine Zwangsbremsung noch zum Schluss. So, halt für Züge mit einer Länge von maximal 180 Metern. Das trifft auf uns zu. Dann stehen auch alle Passagiere schön. Oh, ernsthaft? Du willst, dass ich noch weiterfahre? Ich finde diese Halte ganz, ganz grauenvoll, wo man tatsächlich da drüber fahren muss, über diese Markierung, sonst akzeptiert das der TSW nicht. Also ich verstehe, manchmal ist das von Relevanz, weil es dann darum geht, dass man dann nicht mit dem Zugende auf einer Weiche steht, aber hier ist das, glaube ich, nicht besonders. Also hier wäre es jetzt vollkommen egal. So, ich glaube, das müsste jetzt geklappt haben. Immer noch nicht. Boah, TSW, ey. Also manchmal bist du echt. Manchmal. So, jetzt aber. Okay, Türen rechts auf. Gut, ich bedanke mich dann ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht es gut. Alles Liebe, alles Gute.